Der Soundtrack, ey. Eieiei. Okay, hier sind also auf jeden Fall Viecher drin. Das ist ja schon mal super. Hier ist ein kleiner strategischer Tipp, der dir das Leben leichter machen könnte. Gegner kann man gezielt anlocken. Wenn du einen Feind aus etwas größerer Entfernung anvisierst, ohne eine Waffe gezogen zu haben, kannst du mit Steuerkreuz unten den Gegner anlocken. Das ist besonders hilfreich, wenn du einzelne Feinde aus einer Gruppe herauslocken oder auf einem günstigen Terrain bekämpfen willst. Versuche jetzt, den Feind vor dir anzulocken. Anvisieren mit R und dann Steuerkreuz nach unten. Ein Herd! Ah, okay. Let's show him a thing or three. I can take care of myself. Yeah, rip you! You did good. Ha! Yeah! Anchor shot! So make haste to retreat! Okay. Cool. Also in der Gruppe kämpft sich auf jeden Fall besser als alleine. Soll runter, gehen wir erstmal hoch. Ein Hit! Let's show him a thing or three. Let's see what you got. Ja! Mal schön in den Rücken stellen. Okay. Boah, Malos, 1000 Leben, 1000 KP, das ist ja krass. Let's show him a thing or three. Go get him, Rex. Denk mal, das kleine Krabbelvieh wird auch kein Problem. So, komm schon. No effect. Supi! Und ein Schatz. Ja, wir nehmen natürlich immer die optionalen Wege mit, ne? Weiter nach oben geht's nicht. Nö. Okay. Dann runter. I found something. Found something. Was ist groß? Wir sollen hier hin, oder? Okay, time to take you down. I can take care of myself. Ja, okay, wir machen schon am wenigsten Schaden, oder? Soweit ich das sehe. Aber die haben auch coolere Waffen als wir, ne? Guck mal die Waffen an. Come on. Na gut, ich beschwere mich mal nicht. Okay. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus hier drin. Da ist eine Kiste. Wo bin ich denn da hin? Lager. Erstes Lager. Ja, ist schön. Ich bin wieder nach oben. Hilfe! Ich wollte doch gar nicht hier hin. Let's show him a thing or three. I'll do as I please. Okay, jetzt könnten wir hier natürlich ordentlich Erfahrung sammeln, ne? Ich suche gerade die Leiter nach oben. Also irgendwie. Stufe aufgestiegen. Nia Stufe 4. Okay. Und Angriff. Wo geht denn hier der Weg nach oben oder gar nicht? Ich sehe gar keinen Weg nach oben. Ja, super. We're done here. Let's go. You're really strong. It's actually a bit scary. Blasenquall. Die Namen sind auch süß von den Viechern, oder? Ja.
Ja, von der Stärke her alles noch gut machbar an der Stelle, müssen wir uns keine Sorgen machen. Na komm. Na gut. Easy peasy. Easy peasy. Nein! Ungewollt noch tiefer. Eieiei. Okay, nur nicht uns singen lassen. Panzerknall, eieiei. Na gut. Aber auch das war gut machbar. Bitte nicht Rex angreifen, der ist am schwächsten. Oder? Mia? Nee, Rex hat mehr Leben als Mia tatsächlich. Komm schon, so. Ich glaube, wir können später auch wirklich richtig klingend farmen in dem Spiel hier. Das wird auch noch übel. Weil ich wirklich alle eigentlich haben möchte. Wie komme ich da denn hin? Weiß es nicht. Okay, time to take you down. Let's see what you got, kid. Greif doch an. Everyone's getting sight. Ah, falsche Gegner anvisiert. Super. Ah, neue Fähigkeit da unten, oder? Sehe ich gerade. Die Fähigkeit unten ist, glaube ich, neu. Double Spinning Action. Okay. Ja, aber von der Stärke ist jetzt, wie gesagt, super machbar. Okay. Können wir auf jeden Fall hier hochlaufen? Ich glaube, dass wir hier zum Schatz kommen, ne? Genau. Haben wir den schon mal. Treasure acquired. Ui. Angriffsstein. Wir werden natürlich nach Möglichkeit alles mitnehmen, ne? Keine Frage. Ich werde jetzt nicht hier gewollt schnell durchlaufen. Treasure acquired. Hält die Münze einfach mal runter. Ist ja super. Aha. You're all mine. War jetzt natürlich nicht ganz so schlau. Ah doch, alles gut. Okay. Wir müssten eigentlich da weiter. Sollen wir noch ein paar Gegner besiegen? Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob wir jetzt wirklich schwach sind oder so. Okay, time to take you down. I can take care of myself. Das ist schon cool irgendwie. So der automatische Kampf und dann nur die Fähigkeit, die Spezialattacken zu setzen, ist irgendwie auch mal was Cooles, Erfrischendes. Oh yeah, boah, die Attacke ist krass. Komm schon. Die geben schon ordentlich EP, die Viecher. Another morning. Let's show him a thing or three. I'll do as I please. Ja, doch, den draufkloppen, das arme Tier. Kommt da gar nicht raus aus der Schwebephase. Hey, Nia, I just found the shiniest trinket. You wanna see? Hey, Nia? Yeah, I'll check it out later. You're such a child sometimes.
Ach, ich finde Nia süß irgendwie. Ich mag die alle bis jetzt. Wobei Nia irgendwie bis jetzt so mein Lieblingscharakter ist. Keine Ahnung, die ist zwar immer schlecht drauf, aber bin ich auch. Na gut, wir können durch die Treppe angreifen, das ist gut. Oh, ist auch mal ein schöner Kampf, oder? Also schlecht drauf hier, Mensch. Was ist denn los mit euch? Okay, wir müssen aber hier weiter. Okay, bring it on. Hier hinten sieht er irgendwie schwächer aus und weicher. Techniker lernt Zwillingswurf und Spiralkick. Offense is the best defense, right? Ah, da bin ich mir nicht so sicher. Let's show him a thing or three. I'm shaking. Ich würde schon gerne jetzt alle Gegner hier mitnehmen an der Stelle. Das ist im Nachhinein geschenkte Erfahrung und dann haben wir später vielleicht einen kleinen Vorteil. Und ein bisschen Geld bringt sie auch noch. Okay, time to take you down. Ach ja, ist aber süß und entspannt irgendwie, ne? Nicht immer so viel machen zu müssen im Nachhinein. Ich hoffe einfach mal, dass das Spiel nicht nachher unglaublich schwer wird, weil dann... Okay, time to take you down. I'm shaking. Okay. So viele Gegner sind das ja gar nicht mehr. Easy peasy. Easy peasy. Tödlicher Asil. Ist die Kiste mein Ziel? Ich weiß es gar nicht. Nee, dürfte eigentlich nicht. Okay, time to take you down. Let's see what you've got. Okay, beide auf einmal, das schaffen wir aber, oder? Ich bin mal ganz zuversichtlich. Die Double Spinning ist echt krass vom Schaden her. Easy peasy. Easy peasy. Treasure acquired. Okay, das war nicht die Zielkiste. Komme ich noch weiter runter? Hier. Aha. Okay, jetzt sind wir so gut wie da. Brennstofflager. Mhm. I found something. Found something. Systemsteuerungsraum. Brennstoffsäule. Hier fehlt ein Ätherzylinder. Okay. Okay, time to take you down. Ja, da vorne ist Stufe 5, ne? Das ist übel, glaube ich. Ich glaube, die Haupttür war verschlossen, ne? Da müssen wir bestimmt irgendwie außen rumgehen oder so.
shot. Ha! Let us make use of it now. Sword strike! Sword bash! Break! Ha! Okay. Kronenkrabberich. I'll do as I please. Boah, 83 Schaden. Come on! You're late! Ha! Anchor shot! Ha! Make haste and retreat! Eieiei. Sword back! Sollten wir aber irgendwie schaffen, oder? Ja, hier, Ultraschaden, Mann. Ja, weil unsere Gefährten einfach so übel viel Schaden machen, das ist so krass. Wahnsinn. Zylinderbatterie. Okay, und den packe ich jetzt hinten rein wahrscheinlich. Wird nur nach oben. Okay. Lass mich raten, dann geht die Tür da auf, oder was? Okay. Coole Technik, ne? Aha. Was für eine Fracht suchen die? Ich bin echt gespannt. Ich habe eine Vermutung, aber... Not planning on letting us past, huh? Sounds like a challenge. Oh yeah. Okay, time to take you down. Stay on your toes. Ha! Okay. Megalo-Hairan. Ja, sieht aus wie ein Hai mit Beinen. Habe ich mir auch direkt gedacht. On you go. Yeah. Okay. Der, boah, der macht schon heftig Schaden. Siehst du das Schimmern, das den Gegner umgibt? Das ist eine sogenannte Zornaura. Bestimmte Gegner werden zornig, wenn ihre Kraftpunkte unter einer bestimmten Wert sinken. Die Zornaura steigert die Statuswerte eines Gegners. Nimm dich also in Acht, er ist stärker als zuvor. Noch stärker. Okay, wir können uns gut hochheilen, alles gut. Super. Jin, check this out. There it is. Adam's crest. Adam's crest. What does that mean? You. Open this door. Me? This door will only open to one of you people. One of me? What are you talking about? Hurry up and do it! We're not paying you to ask dumb questions. What the hell? You can't treat hired hands like that. Now, how do we open this thing? Oh, hey! So that was a release toggle. Just as I thought. Wait. There. Open that door too.
Let's move. What is that thing? It's a girl. Mistaking it. That's the Aegis. The Aegis. Hey, Brett! Don't even think about touching that! Huh? Personally, it's an act of mercy. At least you won't be alive to see what's coming. What a waste of time. Jin! Why did you kill him? Why? What did Rex ever do to you? Jin! Let's ship out the Aegis. Nia, call the Monoceros. Eieiei, der übelste Plot-Twist. Wie geil war das denn? Also wie schlimm war das denn bitte? Und wo sind wir hier? Jin hat Rex einfach umgebracht. Was? Und die Fracht war eine Klinge. Und, also eine Klinge und eine Klinge. Und das da vorne, ich bin grün übrigens. Oh Gott, ich bin unsichtbar. Und da vorne ist sie übrigens, oder? Das Mädchen im Gefäß und... Ja, es ist wahrscheinlich die Klinge, die wir später haben. Das sieht man auch auf dem Cover überall und so, aber... Der hat uns einfach umgebracht. Eiskalt. Das hätte ich aber echt nicht gedacht. Übel. Und oh, sieht das schön hier aus. Können wir speichern? Wir können nicht speichern, dann machen wir weiter. Wäre jetzt der übelst gemeine Aufhänger gewesen. Oh, sieht das schick aus. Okay. Excuse me. It's such a mournful sound. Huh? It hasn't stopped. Not in all these years. Hasn't stopped? You mean that bell sound? Is the Praetorium somewhere nearby? Where are we? This is Elysium, the land where long ago
Mankind lived in harmony with their creator. It's where we were born. Get out. Really? Is that a core crystal? You're a blade. My name is Pyra. What? Oh, right. Mine is... I know you. You're Rex, right? How did you know my name? Just now, when we came into contact. Just now? Sorry. I can't seem to remember how I got here. You were killed. Stabbed through the heart by Jin. Jin? Through the... I remember now. That bastard stabbed me! Oh, man! This is bad. Everyone in the guild is in danger! No, wait. I can't do anything if I'm dead. Titan's fucked. If I wasn't dead, I'd kick that guy's ass. Rex, I have a request. Can you take me to Elysium? Elysium? But isn't that here? This world is merely a memory. An ancient, half-forgotten memory of what once was. The real Elysium lies in your world, atop the world tree that rises from the heart of all rest. Memory? So it's like an illusion. But there's no way. I'm dead, remember? How can I help if I'm not breathing? I will give you half of my life force. That way, you can be revived. As my driver. As the driver of the Aegis. The driver? Of the Aegis? What will you do, Rex? Is this place really your home? It is. And it really exists. Rex, I know what you're thinking, and you are correct. By coming to this place, you can save the world. Save it from the slow demise that is its fate. We wouldn't have to live in fear. Then there's only one choice. I'm in. Let's go to Elysium. I'll take you there myself. Thank you, Rex. Now place your hand on my chest. What? Are you sure?